Willkommen zurück zu der Vorstellung von meinem selbstprogrammierten Editor. In dieser Folge soll es darum gehen, dass der Spline-Typ-Editor vorgestellt wird. Das heißt also, hat ja schon in der letzten Folge geteasert, man kann mit diesem Editor dann Splines in-game erstellen, so gesehen. Und halt auch verändern. Aktuell geht nur verändern, das Erstellen, das wird dann noch irgendwann hinzugefügt. Aber das ist ja auch nicht so wichtig, die Funktionen, die aktuell da drin sind und eigentlich schon so ziemlich alles beinhaltet, was man zum Erstellen und Verändern braucht. Die kann ich natürlich schon vorstellen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich natürlich noch kurz auf einen Kommentar eingehen, was ich bekommen habe. Und zwar war das Folgende, ob man denn auch neben Straßenbahnen auch was mit Bussen hier machen kann. Und die Sache ist die, dass ich ja aktuell noch keine Straßenbahnen und auch keine Busse sehe. Und es ist wirklich nur um den Editor geht aktuell. Ich weiß also, es kann sein, dass man später, wenn das dann mit dem Editor so weit gediegen ist, dass man da schon was richtig gut Vorzeigbares hat, dass ich dann mit irgendwelchen Features, die ich gerne für ein Spiel, was auf diesen Editor aufbaut, hätte, dass ich das dann kundgeben kann, aber aktuell, wie gesagt, nur der Editor, da ist ja das Hauptaugenmerk drauf und das dauert bestimmt noch ein bisschen, bis ich da überhaupt dann sagen kann, okay, der Editor ist in der Hinsicht fertig, dass man da gute Welten mitbauen kann. Das dauert, wie gesagt, noch ein wenig, weil ich sehr viele Ideen habe und sehr viele Ansprüche habe, weil es ja nur, wie gesagt, mein Freizeitprojekt ist. Ich möchte das nicht aktuell nicht verkaufen oder zum Download anbieten. Ich möchte einfach nur, ja, wie gesagt, meine Programmierkenntnisse erweitern und frisch halten. So, das dazu. Und jetzt geht's los mit dem Editor. Wie gesagt, aktuell kommt man nur darüber rein, dass man einen vorhandenen Spline schon anklickt und die sind dann verändern kann. So, aktuell kann der Editor folgendes. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass diese grünen Punkte, also hat übrigens nicht mit der Mülltonne zu tun, dass die grünen Punkte Vertices sind. Da kann ich zum Beispiel hier sagen, der Vertice ist bei minus 0,4 auf der X-Achse und 0 auf der Y-Achse. Kann ich sagen, hier gebe ich ein 2 ein. Dann verändert sich hier gleich diese Position von dem Vertice. Machen wir das Ganze wieder rückgängig. Wie gesagt, ich wollte dann auch nicht speichern, was dann hier oben rechts noch die Methode ist, dass man halt die ganzen Splines speichern kann, die man so schön erstellt hat. Das will ich ganz dann nicht machen, weil ich möchte ja nicht überschreiben oder einen neuen Spline erstellen, hatte ich ja nicht vor. So. Und was man halt noch so sieht, ist ein roter Balkenlinie, wie auch immer. Das sind dann Texturen. So. Aktuell sieht man halt hier, das ist die Radwegtextur, die ich da neben die Schienen daneben gebastelt habe. Ja, man sieht auch, dass man hier natürlich auch sehr einfach und schnell die ganzen UV-Koordinaten festlegen kann. Das heißt also, die hier kann man einfach so verschieben, wie man möchte. Dann kann man zum Beispiel die Textur verändern. Hier habe ich schon mal so viele sind es auch wieder nicht, aber Texturen reingeladen, die man ja aktuell zur Auswahl hat. Zum Beispiel stinknormaler Asphalt könnte ich jetzt ja auswählen. Dann könnte ich sagen, okay, ich möchte die komplette Textur nutzen. Und das sieht dann im Endeffekt so aus. Und dann kann ich noch sagen, dass ich hier die Wiederholungsrate so gesehen einstellen kann. Das heißt, hier steht, diese Zahl gibt an, aller wie viel Meter die aktuelle Textur wiederholt werden soll, weil man kann diese Textur, also eine Grundvoraussetzung ist es, dass diese Textur, die man ja hat, in der Y-Richtung kachelbar ist. So. Das möchte man alles nicht machen, deswegen drücke ich Escape. So, jetzt aber. Und da ist das Ganze weg. So. Weiter geht es dann mit der Funktion des Erstellens von einem neuen Punkt. Und dazu muss man wissen, dass ich mich, also daran, dass ich festgelegt habe, dass man nur
rechts von einem aktuellen Punkt einen neuen Punkt erstellen kann. So, jetzt natürlich die Sache, ich möchte jetzt hier rechts, also links in dem Falle, gleich rechts, deswegen habe ich das so blöd formuliert, möchte ich einen weiteren Punkt erstellen. Wie gesagt, rechts davon geht jetzt nicht, nur links davon, und deswegen kann man das Ganze dann spiegeln. Das sieht dann so aus. Und jetzt kann ich natürlich hier rechts davon einen weiteren Punkt hinzufügen. Das machen wir gleich mal kurz. So, haben wir einen neuen Punkt. Der Punkt hat natürlich dann die Koordinaten plus 3,80. Man sieht natürlich auch, weil ich ja gerade über Asphalt und so weiter geredet habe, also der Straßenbelag ist immer bei Höhe 0. Und alles, was drunter geht, zum Beispiel hier diese Schiene, die ist dann unter 0 und der Gehweg über 0. Aber dass das halt, da wir halt keinen Terrain haben, da ich das so festgelegt habe, kann man natürlich ganz einfach auch unter 0 arbeiten, ohne dass es irgendwie zu Problemen kommt. Einzige Problem, was aktuell noch ist, ist, dass man bei den Schienenkörper, da das ja viele einzelne kleine Abschnitte sind, da kann man nicht ganz so gut durchsehen. Deswegen, ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen, damit das alles dann noch schön aussieht. So, aber wir gehen jetzt weiter. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass man so eine durchgezogene Linie hier anbringen kann. Das heißt also, wenn wir jetzt ja aktuell drauf gehen, nimmt er das Material von dem vorherigen. Das heißt also, dass von dem Asphalt, was ich da zwischen den Schienen dann so gesehen habe, in der Straßenmitte. So, dann möchten wir das Ganze umändern. Lustigerweise, manchmal, wenn man einmal draufklickt, schafft er es noch nicht, die Liste zu öffnen, beim zweiten Mal dann schon. Und dann haben wir die Möglichkeit hier in der Textur einmal eine durchgezogene oder eine gestrichelte Linie auszuwählen. Ich habe die durchgezogene gewählt. So, komm her. Natürlich noch ein Stückchen Platz lassen daneben. So. Ungefähr so. Ungefähr so. Das Ganze wird aktuell mit 7 Nachkommastellen angegeben. Da werde ich noch ein paar Rundungsfunktionen drüber laufen lassen, dass da natürlich genau die gleichen Werte jeweils oben und unten angegeben werden. Ansonsten ist es ja minimalst schräg. Also man könnte zum Beispiel auch sowas hier angeben, aber das sieht natürlich dann doof aus. Deswegen machen wir das Ganze so. Und klicken dann auf Edit. Jetzt müsste ich mal überlegen, ob das mit 2 Metern richtig ist. Ich gehe mal auf 3 Meter. So, Edit. Und dann müssen wir natürlich noch überlegen, ob diese Breite stimmt. 0,25. Kann man jetzt so grob nicht sagen. Machen wir vielleicht. Machen wir 0,2 draus. So. Also wie gesagt, wenn man einen neuen Punkt erstellt, ist der 0,25 Meter von dem anderen Punkt entfernt. So, wir haben es natürlich nicht gespeichert, damit das Ganze nicht gespeichert wird. Haha, wie kommt man drauf? Beziehungsweise doch, das könnten wir machen. Also, dass ich das Ganze als neues Spline anlege. Natürlich vorher wieder entspiegeln, das heißt, wir drücken wieder U. Das Ganze wieder gespiegelt, dann speichern wir das. Ich habe natürlich mir so jetzt muss ich schauen. Das ist es. Und zwar diese I's bedeuten dann, dass es dass es eine doppelt durchgezogene Linie ist. Weil wenn ich das Ganze spiegel auf die andere Seite dann, also einen neuen Spline erstelle und spiegel, habe ich ja jeweils eine durchgezogene Linie. Wenn ich das nicht haben möchte und nur eine durchgezogene Linie haben möchte, dann müsste ich natürlich da drüben nur, was ich gerade erstellt habe, mit der halben Texturbreite nehmen. So, speichern, zurückgehen. Und dann haben wir das Ganze hier mit einer durchgezogenen Linie. Ich kann mal kurz spoilern, was hier noch so alles passiert. So sieht das Ganze dann aus, was ich gerade mit dem Spiegel gemeint habe, aber dazu dann irgendwann später mehr. Ja. So kann sich das Ganze, denke ich mal, sehen lassen. Vielleicht zwischen den beiden Linien noch ein bisschen mehr Platz, aber so. Ja, war es das zu dem Editor, also zu dem Spline-Typ-Editor. Mehr Funktionen braucht man, denke ich, nicht. Ja, lasst Feedback da.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Vorstellung von eben dieser Spiegelfunktion. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.